Herzlich willkommen zu einer Sondersendung von der Bauen und Wohnen Salzburg hier aus Halle 9, Stand 204 von der Salzburg AG. Alle Jahre geht es bei uns um Sie als Häuselbauer bzw. als Sanierer. Und da sind wir auch gleich bei unserem ersten Interviewpartner, besser gesagt bei unserer ersten Interviewpartnerin. Es geht ums Energiesparen. Lisa Reischl, Energieberatung der Salzburg AG. Was bedeutet das im Detail? Ja, wir unterstützen eigentlich Privatkunden und Unternehmen bei ihren Vorhaben, sei das jetzt die Erstellung von einem Energieausweis oder wie spare ich zu Hause Energie, sei das Strom oder Wärme, habe ich einen Heizungstausch geplant, da unterstützen wir auch bei Förderungen und ja, eigentlich auch bei allen Themen rund ums Bauen, Neubau, Sanieren, Wärmedämmen. Genau. Das Ganze unabhängig und auch kostenlos meines Wissens? Ja, genau. Also für die Privatkunden ist es unabhängig, produktneutral und kostenlos. Es ist schon gefallen, Förderungen, da gibt es einen Klimabonus der Salzburg AG. Für was ist dieser Klimabonus ganz genau da? Genau, der Klimabonus von der Salzburg AG ist eine eigene Förderschiene. Wir fördern Energieeffizienzmaßnahmen für Häuselbauer und Sanierer. Das bedeutet zum Beispiel, eine alte Erdgasheizung fördern wir, wenn ausgetauscht wird, zu einem Brennwertgerät, aber auch Fensterdichtungen, das heißt nicht, wenn das Fenster getauscht wird, sondern wenn die Dichtungen getauscht werden und die Beschläge serviciert werden, aber auch Dämmung der obersten Geschossdecke und Speicherheizungsförderung haben wir auch noch. Es gibt ja immer diesen Ausdruck unerklärliche Energieverbräuche. Hört sich ein bisschen mystisch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie kommen diese zustande? Was ist das ganz genau? Ja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Deswegen sind sie für den Kunden oft unerklärlich. Die größten Gründe, warum man Energiemehrverbrauch hat, ist zum Beispiel, dass sich die Lebenssituation geändert hat. Also, dass man mehr zu Hause ist, dass man mehr Geräte zu Hause im Betrieb hat oder dass man einfach, zum Beispiel, wenn man Kinder gekriegt hat, einfach dann untertags daheim ist und mehr Energie verbraucht zu Hause. Genau. Ein anderer Grund ist natürlich auch, wenn irgendwelche Geräte kaputt sind. Wenn zum Beispiel Pumpen durchlaufen oder Kühlschrank durchläuft, dann hat man auch einen Mehrverbrauch, den man erst am Ende bei der Energierechnung dann sieht. Und dahin können sich unsere Kunden natürlich auch wenden, zu euch zur Energieberatung. Ja, natürlich, genau. Die Energieberatung der Salzburg wird auch digital mit Alea und Alexa. Was das im Detail bedeutet, das schauen wir uns jetzt mal an. Was tun, wenn Sie schnell eine Frage rund ums Energiesparen haben? Wissen wollen, welche ökologischen Baustoffe Sie verwenden sollen oder wie Sie klimafreundlich Richtung Zukunft marschieren sollen. Um Fragen zu beantworten, die keine Vor-Ort-Beratung der Salzburg AG benötigen, gibt es jetzt als zusätzlichen Service den Lea Live Chat, aber auch Alexa gibt ab jetzt nützliche Tipps aus der Welt der Energieberatung. Letztes Jahr im Rahmen des Innovationsprogrammes haben wir uns mit dem Thema befasst, welche digitalen Kundenservices können wir in der Salzburg AG bieten. Als eine erste Möglichkeit haben wir die Lea entwickelt. Die Lea ist ein Chatbot auf der Website und ist seit April live. Als weitere Entwicklung im Rahmen der digitalen Kundenkommunikation haben wir jetzt einen Live-Chat mit der Energieberatung gestartet und einen Alexa-Skill entwickelt. Wie der Live-Chat funktioniert, schauen wir uns jetzt gleich an. Wie kann ich eigentlich beim Kühlschrank Strom sparen? Das fragen wir jetzt mal unsere Energieberater im Live-Chat. Sobald wir eine Anfrage über Lea Live-Chat erhalten, beantworten wir diese umgehend. Wir können vieles beantworten auf diesem Wege. Manches allerdings ist zu umfangreich oder zu detailliert. Hier bieten wir unseren Kunden an, einen Vor-Ort-Termin mit einem Energieberater zu vereinbaren und dann werden wirklich alle Fragen beantwortet. Variante 2, der Alexa-Skill der Energieberatung. Was ist ein Alexa-Skill? Das ist eine Zusatzfunktion für die Alexa zu Hause, ähnlich wie eine App fürs Handy. Heruntergeladen wird sie einfach in der Alexa-App unter Skills. Und jetzt probieren wir gleich mal, wie es funktioniert. Alexa, starte Lea Energieberatung. Hey, schön dich zu hören. Willst du eine Energieberatung oder? Alexa kann vieles in der Energieberatung. Sie kann wirklich häufig vorkommende Fragestellungen abschließend beantworten. Alexa kann allerdings auch Energiespartipps geben, mit denen man viel Energie und natürlich auch viel Geld sparen kann. Außerdem bietet Alexa einen Tipp des Monats, also es zahlt sich aus, immer wieder mal reinzuhören, was Alexa zu sagen hat. Wenn es Alexa mal nicht weiß, dann gibt es immer noch die Energieberater und Energieberaterinnen der Salzburger AG in Fleisch und Blut. Die vereinbaren einen Termin vor Ort. Und hier werden die doch verbleibenden Fragen gerne beantwortet. Egal also, ob Alexa, Lea oder das Team rund um Hermann Christner, von allen bekommen echte World Changer nützliche Tipps fürs Energiesparen.
Alle Infos zur Energieberatung gibt es natürlich auch im Internet. Dort finden Sie übrigens auch alle Kontaktinformationen. Alle Informationen zur Energieberatung der Salzburg gibt es natürlich auch im Internet unter www.salzburg-ag.at. Und wenn Markus Witthölzl von der Salzburg bei uns ist, dann geht es bei uns um die Telekommunikation. Markus, was gibt es denn Neues beim Kabelfernsehen? Beim Kabelfernsehen gibt es Neues, dass wir mit HD Extra unseren Kunden zum bestehenden Basis-TV-Programm 14 zusätzliche Sender anbieten. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Sat1, RTL, Kabel 1, Pro7, Puls 4 und andere Sender in HD-Qualität. Um dies nutzen zu können, senden wir unseren Kunden ein CI-Plus-Modul per Post zu. Dieses Modul steckt der Kunde dann an den Fernseher an und er kann so die Sender schon fernsehen. Und neben HD Extra gibt es hier auch noch das TV Plus. Was ist das jetzt ganz Besonderes? Ja, beim TV Plus bieten wir unseren Kunden zum bestehenden Live-TV auch noch ein Fernsehen, so wie er es will, an. Das heißt, er kann zeitunabhängig fernsehen. Auch hier in diesem Produkt sind wieder Premium-Sender inkludiert, wie zum Beispiel RTL, RTL 2, Fox, D-Max und weitere Sender in HD-Qualität. Man kann dieses Produkt auch am Second Screen auf einem Tablet, auf einem Smartphone über eine App nutzen. Hierzu stellen wir die App kostenlos in den App Stores für Android und iOS zur Verfügung. In der Videothek kann der Kunde seine Filme auswählen, er kann sie buchen, er kann sie auch gleich konsumieren und ansehen. Dann gibt es hier auch noch die Funktion der 7-Tage-Rückschau, glaube ich. Ja? Genau. Mit TV Replay hat der Kunde die Möglichkeit, bis zu 7 Tage zurück seine Sendungen, seine Nachrichten, seine Filme anzusehen. Er kann sie starten, vorspulen, zurückspulen und pausieren. Das heißt, ich kann mir jetzt Salzburg heute 7 Tage zurück anschauen und das eigentlich nur mit diesem Gerät hier. Mit dieser Box. Ja. Man hat auch einen persönlichen Videorekorder dabei, der sehr einfach zu bedienen ist. Mit 2 Klicks über den TV-Guide kann der Kunde die Aufnahme konfigurieren. Wenn er unterwegs ist, hat er auch die Möglichkeit, über die App diese Konfiguration vorzunehmen. Beim Produkt sind bereits 20 Stunden Speicherplatz inkludiert. Jetzt haben wir über das Fernsehen gesprochen, aber Salzburg bietet natürlich auch Internet an. Preisgekrönt, das muss man dazu sagen. Wir haben eine Auszeichnung diesbezüglich bekommen. Und wir haben den 100.000. Kunden gefeiert. Aber jetzt ist noch lange nicht Schluss. Es geht weiter mit dem Breitbandausbau. Es ist richtig. Im letzten Jahr konnten wir die 100.000. Kundin bei der Salzburger AG begrüßen. Das heißt aber nicht, dass das jetzt das Ende des erfolgreichen Telekommunikationsweges der Salzburger AG ist. Nein, ganz im Gegenteil, die Salzburger AG baut auch weiterhin die LWL-Infrastruktur im Bundesland Salzburg und darüber hinaus aus. Jetzt gibt es ja auch noch ein neues Produkt, was das Internet betrifft, nämlich CableLink Air. Und was das ganz genau bedeutet, das schauen wir uns jetzt an, denn jetzt schicken wir Ihnen Internet über den Luftweg. Wir sind im Pongau, genauer gesagt im Raum Werfen und stellen uns jetzt die Frage, was ist Ihr größter Wunsch? Dass endlich das Internet einmal funktioniert. Hat es auch bei der Salzburger AG schon immer getan. Jetzt allerdings mit dem Unterschied, dass es über den Luftweg zu Ihnen nach Hause kommt, wenn es nicht anders geht. Das Ganze funktioniert so, dass da via Webseite eine Anfrage gestellt wird. Der Techniker prüft es vor Ort. Nach erfolgter Testung, positiver Testung, wird dem Kunden das Equipment zugeschickt. Dieser kann das sehr einfach dann vor Ort installieren und ist dann eigentlich schon online. Wir wohnen ein bisschen abseits vom Ortskern und haben ewig kein gescheites Internet gehabt. Und wir haben uns jetzt das Angebot der Salzburg AG angeschaut. Aber jetzt alles der Reihe nach. Die Salzburg AG als ausgezeichneter Internetanbieter im Bundesland Salzburg geht jetzt im Ausbau einen Schritt weiter und bringt also nun das Internet auch in abgelegene Regionen, dorthin, wo man ein Kabel nicht verlegen kann. So, CableLink Air ist ein Produkt, das als Alternative von der Salzburg AG angeboten wird für Regionen oder Bereiche, wo man mit Lichtwellenleiter und Kabelfernsehen, also wo es noch keine Verkabelung gibt, wo es auch teuer wäre, die Infrastruktur herzustellen. Und da ist das CableLink Air, also das Funkinternet, sinnvolle Alternative, die wir als Ergänzung zu unseren anderen Produkten eben anbieten können. In unterschiedlichsten Geschwindigkeiten. So,
So, das erste, was wir machen, wenn wir zum Kunden kommen, ist die Standortbestimmung des nächsten Hochstandortes, zu dem wir bei Cablelink eher quasi optische Sicht brauchen. Haben wir schon da vorne. Und nach dieser Bestimmung schauen wir uns dann an, wo an der Fassade, an der Außenfassade für die Außenantenne der geeignete Mess- bzw. Montagepunkt wäre. Und da haben wir eh schon einen idealen. Da sehen wir genau hin. Bei uns in der Messantenne ist bereits eine angemeldete SIM-Karte drin. Und wenn sie die Antenne dann angemeldet hat, können wir, weil bei uns in der Antenne schon das Modem drinnen ist, haben wir am Kabel schon das fertige Internet. Da können wir dann dem Kunden schon sagen, genauso wie er es dann auch später hat, die Internetqualität. Wir als Techniker schauen nicht nur auf den Eingangspegel, sondern auch auf die Signalqualität, also ein Signalrauschabstand, der für uns für die Signalqualität sehr wichtig ist. Der ist da jetzt sehr gut. Jetzt schauen wir, nachdem die Antenne dann aus der Ferne in Betrieb genommen wird, von der Betriebsführung auch durch uns, schauen wir, dass wir jetzt den maximalen Pegel durch Einpegeln der Antenne erreichen. In dem speziellen Fall da jetzt haben wir optimale Messbedingungen, freie Sichtverbindung zum Sender hin, relativ kurze Entfernung. Da können wir unseren Top-Tarif anbieten. Nachdem Cablelink Air geliefert wurde, brauchen Sie es nur mehr selbst oder durch einen Elektriker anschließen. Eine Liste der Elektriker unseres Vertrauens sowie alle Informationen zu Cablelink Air finden Sie natürlich auch auf unserer Website. Alle Informationen zu unseren Produkten, unser Bauen und Wohnen finden Sie natürlich auch im Internet auf unserer Website www.salzburg-ag.at und da können Sie sich natürlich über alles informieren. Apropos informieren, und jetzt sind wir auch schon wieder beim nächsten Punkt angelangt, nämlich bei der Zahnproduktkombi. Und dazu habe ich jetzt Birgit Fuchsberger bei mir. Birgit, Zahnproduktkombi-Kunde zu sein, was bedeutet das ganz genau? Also alle Salzburg-G-Kunden, die mindestens 2 Produkte von uns beziehen, haben die Möglichkeit, die Zahnproduktkombi abzuschließen. Das heißt, neben den Bindungsfreitagen bekommen unsere Zahnproduktkombi-Kunden noch zusätzliche Freitage für die Online-Kommunikation. Sind wir schon beim Stichwort Online-Kommunikation. Wenn man die Zahnkombi abschließt, stimmt man automatisch zur Online-Kommunikation zu. Das heißt, dass alle vertragsrelevanten Infos nur noch per Mail zugesandt werden und nicht mehr per Brief. Und ein weiteres Zuckerl ist die Salzburger Vorteilswelt. Bleiben wir gleich bei der Salzburger Vorteilswelt. Was ist das ganz genau? Internet, Handy und Gutscheine, oder? Ja, ganz genau. Also die Vorteilswelt-App, wie der Name schon sagt, ist eine App. Digitales Gutscheinheft, sagst du gern dazu. Da sind viele unterschiedliche Gutscheine für unsere Zahnkunden zu finden, aus unterschiedlichen Kategorien, Kulinarik, Freizeit und Kultur, Sport und Wellness. Und aktuell haben wir ein Highlight in der App. Also wir feiern ja heuer 20 Jahre Salzburg AG und jetzt haben wir gesagt, machen wir. Feiern wir die 20 Jahre in dem Sinn, dass wir sagen, wir bieten 20 Führungen für unsere Zahnkunden in der App an. Da sind zum Beispiel dabei wie Blick hinter die Kulissen bei der Schaffbergbahn oder bei der Festungsbahn oder sogar bei uns in der Leitstelle. Und Highlight oder ein Klassiker, unsere Kraftwerksführungen. Also da haben wir zum Beispiel Diesbach dabei, Hintermur, Sollstufe Lehn. Also reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Woher bekommt man diese App? Die App kann man sich im Google Play Store oder App Store downloaden und die Zugangsdaten für die App bekommt man nach Zahnvertragsabschluss per E-Mail und SMS zugesandt. Dankeschön, Birgit. Sehr gerne. Wenn Sie auf der Bauen und Wohnen Salzburg sind, dann schauen Sie ganz einfach bei uns vorbei, Halle 9, Stand 204. Und wenn Sie bei uns sind, können Sie sich natürlich über alle Produkte der Salzburg informieren. Aber es gibt auch etwas zu gewinnen, nämlich eines von 3 E-Bikes hier bei uns am Stand. Wir sind da, soweit das Auge reicht, solange die Sonne scheint, ja, wir sind da. Wir sind da, positiv geladen, kann man alles von uns haben. Wir sind da, wir sind da. Zu jeder Tageszeit, in Lichtgeschwindigkeit, ja, wir sind da. Wir sind da, solange wir noch stehen, solange wir uns drehen, sind wir da.
Herzlich willkommen zurück bei der Bauen und Wohnen am Stand 204 in der Halle 9 bei der Salzburg AG. Und wenn es um die Elektromobilität geht, hat auch die Salzburg AG einige interessante Produkte am Start. Und dazu habe ich mir jetzt Harry Lixl von der Salzburg AG eingeladen. Harry, welche Produkte sind das ganz genau? Wir haben für die Zielgruppe, die also hier auf die Bauen und Wohnen kommt, das sind also Hausbesitzer und solche, die es zukünftig werden wollen, zwei Produkte also hier mitgebracht, die Wallbox Plus und die Wallbox Comfort. Wie unterscheiden sich die beiden Produkte? Das eine ist de facto ein Amazon-Produkt. Wenn ich alles vorbereitet habe bei mir zu Hause, dann brauche ich mir letztendlich also nur die Box also bei uns online also besorgen. Wenn ich also will, dass also eine umfassende Beratungsdienstleistung ist, die wir dringend empfehlen, weil es geht nicht nur zu erkennen beim Kunden, welcher Nutzungsverhalten er hat, sondern was hat er auch für technische Voraussetzungen bei sich zu Hause. Da empfehlen wir ganz klar unser Wallbox Plus Produkt. Was zeichnet dieses Produkt aus? Wir kommen zum Kunden, machen also einen Erstcheck. Dieser Erstcheck durch den technischen Vertrieb ist die Grundlage dafür, dass also dann in der technischen Errichtung, die damit verbunden ist, alle bekannten Größenordnungen bereits einfließen in die Planung. Der Kunde kann sich entscheiden, ob er diese Dienstleistung also einmalig bezahlt oder auch gleichzeitig also über 5 Jahre verteilt in einer Ratenzahlung. Diese Ratenzahlung ist zinsenfrei. Was wollen wir also damit erreichen? Den Kunden letztendlich also umfassend informieren, aber auch erreichen, dass der Kunde letztendlich in dieser Zeit die Energie von uns bekommt. Diesbezüglich bieten wir ihm also dann umgekehrt auch an, dass wir einen Klimabonus einbringen. Dieser Klimabonus beträgt also bei der Wallbox Plus immerhin 90 Euro im Jahr mal 5 450 €. Ein großer Vorteil, den er genießen kann. Apropos erreichen, wie kann man euch denn erreichen? Wie tritt man mit der Salzburg diesbezüglich in Kontakt? Gibt es alle Kanäle, indem wir also über die Homepage also mit uns in Kontakt treten, indem wir also auch konkret also sagen, die Energielösungen sind also der richtige Ansprechpartner. Wir kommen dann also auf den Kunden zu, machen einen Termin aus und regeln alles weiter. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, wie entwickelt sich denn dieser Elektromobilitätsmarkt jetzt weiter? Was wird es da heuer im Jahr 2020 Neues geben? Naja, spannend ist das Jahr 2020, weil drei Trends für uns also ablesbar sind. Es gibt also im Bereich der Kleinstfahrzeuge, nennen wir sie Cityflitzer, erstmal eine Preisgrenze nach unten durchstoßen wird, die bei 20.000 Euro also weniger sein wird. Gibt es einige Produkte, die hier kommen. Ein zweiter Trend ist, dass also auch im Bereich der Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen immer mehr Incumbents bzw. neue Anbieter auftreten. Und der dritte Trend ist, in der Kompaktklasse kommen also neue Player, die so bisher nicht also am Start waren. Und natürlich neue Geschäftsmodelle, von denen wir also gehört haben. Manche Fahrzeuge wird man nämlich überhaupt nicht mehr kaufen können, sondern nur mehr leasen in einem All-In-Paket. Und diese Fahrzeuge wollen ja alle geladen werden. Wie viele Ladestationen hat die Salzburg jetzt mittlerweile im Bundesland Salzburg? Wir haben im Bundesland Salzburg, wenn wir die öffentlichen und halböffentlichen zusammenzählen, also ungefähr Größenordnung 250. Und unser Ziel ist es, dass wir also, nachdem wir wissen, dass 9 von 10 Ladevorgängen zu Hause passieren, dass also wir dem Kunden zu Hause die richtigen Lösungen anbieten, dass wir im Zusammenspiel zwischen zu Hause und dem Arbeitgeber also unsere Rolle sehen. Und diejenigen, die keine Chance haben, dass sie also jetzt also im Umfeld bei sich zu Hause oder beim Arbeitgeber laden, ist natürlich das Thema öffentliche Laden ganz klar. Öffentliches Laden wird immer ein bisschen teurer sein als zu Hause laden. Und das sind also die Erkenntnisse, die wir seit 10 Jahren also auch in der Elektromobilität gewonnen haben. Das Laden geht ja mittlerweile auch schon relativ schnell mit unseren Schnellladestationen. Ja, Schnellladestationen, die wir haben, haben also heute also Größenordnung 150 kW Ladeleistung. Eine Ladeleistung, die Ladestation zur Verfügung stellt, muss noch lange nicht heißen, dass das Fahrzeug das aufnehmen kann. Es gibt Fahrzeuge, die können teilweise, wenn sie etwas älter sind, nur 40 kW. Es gibt solche, die können nur 60 kW. Wir stellen uns so auf, dass wir also im Bundesland Salzburg mit der vernünftigen Ladeleistung, dass die Kunden innerhalb einer halben Stunde wiederum, wenn das Fahrzeug mitspielt, 100 Kilometer weit kommen. Und wie so eine Ladestation zum Kunden kommt, das schauen wir uns jetzt an. Im ersten Schritt muss einmal müssen die technischen Gegebenheiten einmal abgeklärt werden, ob es überhaupt möglich ist, hier eine Ladestation zu errichten. Das haben wir dann gemacht. Wir haben dann mit dem technischen Service eine Begehung gemacht und haben das dann im Anschluss dann auch so dementsprechend umgesetzt. Und bei dieser Ladestation handelt es sich um eine öffentliche Schnellladestation. Das heißt, wir haben die Leistung verdoppelt. Die Autos können jetzt innerhalb von 20 Minuten können 200 Kilometer reingeladen werden, beziehungsweise können 2 Fahrzeuge mit 50 kW gleichzeitig laden. Zu einer Ladestation und zur Elektromobilität passt natürlich auch sehr gut eine PV-Anlage dazu. Und dazu gibt es unseren Experten jetzt am Stand der Salzburg, nämlich Thomas Brandhuber. Thomas, die Salzburg bietet ja auch einige sehr, sehr interessante Produkte diesbezüglich an.
Also die Salzburg AG bietet mit dem Salzburg AG Sonnendach ein Angebot für unsere Privatkunden an. Wir errichten PV-Anlagen bis zu 6 kW Peak. Anlagengröße, wahlweise auch mit oder ohne Speicher und das im Bundesland Salzburg. Sonnendach bedeutet jetzt ganz genau, wir als Salzburg bauen auf dem Dach des Kunden eine Solaranlage. Genau, richtig. Die Salzburg AG Sonnendach ist ein Komplettpaket. Wir machen einen Vororttermin, wir machen die Planung, natürlich die Montage selbst. Wir kümmern uns aber auch um die Fördereinreichung, wir kümmern uns um die Einspeisebestätigung und unterstützen dann natürlich auch bei der Inbetriebnahme. Wenn ich mich jetzt entschieden habe für so ein Produkt oder für dieses Produkt im Speziellen, wie lange dauert es in etwa, bis nachher meine Solaranlage dann am Dach oben ist? Also ich würde vorschlagen, das Beste ist, man geht auf unsere Homepage, da ist unser Sonnendachrechner, da kann man mal eine PV-Anlage am eigenen Standort simulieren. Man bekommt dann auch gleich ein unverbindliches Angebot, eine Zusammenfassung, wie diese PV-Anlage so ausschauen kann am eigenen Standort und auch am Preis dazu, dass man weiß, wo liegt man da circa. Wenn das dann auf Interesse stößt, kann man sich nun mal bei uns melden, macht man einen Termin aus für einen Vorortbesuch. Dann muss man natürlich noch die Fördereinreichung machen, die Einspeisebestätigung, das Organisatorische, was wir erledigen. Und dann sollte die Montage eigentlich relativ rasch vonstatten gehen. Wie schaut es da jetzt mit der Finanzierung diesbezüglich aus? Also man kann das Salzburger Sonnendach, und das ist das Besondere daran, natürlich direkt investieren. Man kann aber auch, wenn man das möchte, über einen Ratenkauf finanzieren, der auch nicht verzinst ist. Also der Kaufpreis kann über 12 oder 6 Jahre, je nachdem wie das der Kunde gern haben möchte, dann auch bezahlt. Also eine sehr praktische Geschichte an und für sich. Genau, die hohe Anfangsinvestition fällt weg. Neben dem Sonnendach gibt es auch noch Solar Depot und Solar Top. Worin unterscheiden sich diese zwei Produkte? Das Solar Depot ist unser virtueller Speicher. Kunden können Strom aus der PV-Anlage, den sie gerade nicht selber verbrauchen, bei uns einspeichern. Und wenn sie ihn wieder brauchen, können sie den dann wieder verwenden. Das Solar Top Angebot ist für Eigentümergemeinschaften oder Mehrfamilienhäusern, damit wir mit einer PV-Anlage den Strom auf mehrere Parteien aufteilen können. Kommen wir jetzt allerdings wieder zurück zum Privatkunden und jetzt schauen wir uns an, wie Solar Depot ganz genau funktioniert. Das ist Familie Huber. Sie sind stolz auf ihr Niedrigenergiehaus. Dank der Photovoltaikanlage nutzen Sie die Sonnenenergie, um Ihren eigenen, sauberen Strom zu produzieren und freuen sich noch mehr über jeden Sonnentag. Aber was, wenn die Sonne einmal nicht scheint? An grauen Tagen kann die PV natürlich weniger Strom produzieren. Dabei ist gerade im Winter und Herbst Ihr Stromverbrauch höher. Wäre es nicht praktisch, wenn Familie Huber ihre Energie aus sonnigen Tagen für die kalte Jahreszeit aufsparen und genau dann verwenden könnte, wenn sie ihn braucht? Das geht jetzt mit dem Solardepot der Salzburg AG. Das Solardepot speichert den Solarstrom virtuell und über ein ganzes Jahr. Verbraucht Familie Huber mehr Strom, als ihre PV-Anlage produziert, kann sie jederzeit bis zu 80% des eingelagerten Stroms abrufen. Und das kann sich lohnen. Familie Huber zahlt für den aus dem Solardepot bezogenen Strom nur die geringeren Depotgebühren und die gewohnten Netzgebühren und Abgaben. Denn der Strom fließt weiterhin verlässlich über das Netz des Netzbetreibers. Aber würde es nicht mehr bringen, den überschüssigen Strom zu verkaufen? Der Marktpreis und daher die Einspeisevergütung können recht niedrig und hoch sein. Deshalb gibt es die Marktprämie. Das ist eine Gutschrift bei starken Marktschwankungen, wenn der Einspeisetarif lukrativer wäre. So macht sich Familie Huber mit dem Solardepot unabhängig von schwankenden Einspeisetarifen. Es funktioniert ganz einfach. Zählerstände ablesen und Solardepot online bestellen. Wie viel Sie mit dem Solardepot der Salzburg AG einsparen können, ermitteln Sie ganz einfach mit unserem Online-Strompreisrechner. Machen auch Sie sich unabhängig von der Jahreszeit und den schwankenden Preisen. Informieren und anmelden. salzburg-ag.at/solardepot.
Alle Informationen zu unseren PV-Anlagen und den Produkten finden Sie natürlich auch wie gewohnt auf unserer Website www.salzburg-ag.at. Und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Produkt, nämlich der MyFlexbox der Salzburger. Und dazu ist Jonathan Grothaus jetzt bei uns. Jonathan, um was geht es bei der MyFlexbox eigentlich ganz genau? Bei der MyFlexbox geht es eigentlich darum, dass wir ein Problem am Paketdienstleistermarkt entdeckt haben. Und zwar steigt die Anzahl der Bestellungen im Onlineshop rasant an und dadurch auch die Paketmenge. Und das führt dazu, dass wir hier ein Infrastrukturproblem haben, dass einfach die Paketdienstleister nicht mehr hinterherkommen, die Paketmenge auch zuzustellen. Und dadurch, dass unsere Endkunden, unsere Nutzer auch nicht mehr so oft zur richtigen Zeit zu Hause sind, ist es hier natürlich so, dass die Paketdienstleister immer seltener den Kunden auch wirklich vor der Haustür antreffen, um die Pakete zu übergeben. Würde jetzt im Detail bedeuten, Amazon schickt einen Paketdienstleister zu dir nach Hause oder zu uns nach Hause und der bringt es jetzt nicht bis zur Haustüre, sondern in die MyFlexbox. Wie geht es dann weiter? Genau, das ist jetzt das, was wir eben unseren Kunden anbieten wollen. Wir bieten mit der MyFlexbox die Möglichkeit, dass alle Kunden ihre Pakete anbieterunabhängig, das heißt, es ist nicht nur für einen Paketdienstleister, sondern offen für alle Paketdienstleister, dass sie dort ihre Pakete abholen können. Und der große Vorteil ist dort, dass es einfach sehr flexibel und bequem ist. Der Kunde kann rund um die Uhr in die MyFlexbox zugreifen, kann dort sein Paket abholen, wird auch in der Zukunft seine Retoure dort erstellen können und hat damit einfach den Vorteil, dass er nicht mehr zu Hause erreichbar sein muss, sondern flexibel das so machen kann, wie er es für richtig hält. Das heißt, es haben jetzt beide was davon, der Dienstleister, der das Paket bringt, und der Kunde. Genau, mit dieser Infrastruktur haben wir wirklich eine Win-Win-Situation. Die Paketdienstleister können viel, viel schneller ihre Pakete zustellen, müssen weniger Wege zurücklegen. Das heißt, wir sparen hier auch deutlich CO2 ein. Der Endkunde, der Nutzer, muss nicht mehr zu Hause sein und hat auch keinen gelben Zettel mehr zu Hause, sondern kriegt sein Paket direkt in die MyFlexbox. Und wir werden dafür sorgen, auch dass das MyFlexbox-Netzwerk so dicht ist, dass wirklich eine MyFlexbox auch sehr schnell zur Verfügung ist. Das heißt, in Zukunft, der gelbe Zettel im Postkasten kann dann nur mehr Strafzettel sein, oder? Genau. MyFlexbox aber auch für Firmen. In welchen Anwendungsbereich gibt es hier? Ja, das ist sehr spannend. Mit der MyFlexbox kann man nicht nur Pakete übergeben, sondern eigentlich alle Gegenstände. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit für Firmen geschaffen, dass man hier Gegenstände wie Laptops übergeben kann oder auch Mappen. Besonders für IT ist das ein sehr interessanter Anwendungsfall, weil hier eben alte Geräte schnell ausgetauscht werden können, ohne dass man wirklich jetzt einen Austausch zwischen den Personen braucht und ist wieder hier zeitlich unabhängig. Und ein weiterer Vorteil ist die Transparenz. Also man kann genau nachverfolgen, wer wann was übergeben hat. Das ist zum Beispiel bei Carpool-Autos sehr interessant, dass man hier auch wirklich Protokoll führen kann, wer welches Auto zu welcher Zeit zur Verfügung hatte. Wo gibt es jetzt schon eine MyFlexbox? Wir haben aktuell 8 MyFlexboxen, davon sind 6 im öffentlichen Raum. Wir haben eine in Oberndorf, 5 stehen in Salzburg in der Stadt und auch eine am Wolfgangsee. Dazu kommen noch 2 MyFlexboxen, die wir in Unternehmen aufgestellt haben, von großen Partnern in Salzburg. Und damit Sie auch wissen, wie so eine MyFlexbox ausschaut, gibt es jetzt einen kurzen Einspieler für Sie. Der Online-Markt boomt. Doch die Zustellung der Pakete stellt Lieferfirmen und Empfänger vor immer größere Herausforderungen. Eine für beide Seiten zeitunabhängige Lösung kann zukünftig der Smart Locker sein. Mit dem Smart Locker der Salzburger AG, genannt MyFlexbox, betritt das Salzburger Energieunternehmen neue Pfade abseits des Kerngeschäfts. MyFlexbox ist ein Smart Locker, der es ermöglicht, anbieterunabhängige Pakete zu übergeben. Das heißt, bei uns können alle Anbieter, alle Paketdienstleister, die Post, die DHL, die DPD, können alle bei unserer MyFlexbox einlagern und der Kunde hat die Möglichkeit, zeitunabhängig und flexibel seine Pakete abzuholen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. So zum Beispiel nutzt die Salzburger Einkaufsgemeinschaft Fair Apples den Service der Salzburger AG. Beheimatet im Süden von Salzburg bedient Sabine Wiesinger ihre Kunden im Norden mit Hilfe der MyFlexbox in der Bayerhammer Straße. Die eingegangenen Online-Bestellungen werden dort von ihr hinterlegt. Der Kunde kann seine bestellten Waren dann zeitlich unabhängig abholen. Ein Warenaustausch, der für beide Seiten Vorteile bietet. Die Flexbox bietet uns die Möglichkeit, auch Kunden, die weiter weg sind, von uns anzusprechen. Es ist für uns ein einfaches, flexibles System. Es ist leicht zu bedienen, sowohl für uns als auch für die Kunden. Ich kann mir einteilen, wann ich die Flexbox beliefern, bin nicht abhängig von irgendeinem Stau in der Stadt, von schwierigen Zeiten. Und die Kunden können auch wählen, wann sie kommen. Also das ist ein großer Vorteil für uns. Die Adressierung der MyFlexbox ist einfach. Nach einer einmaligen Anmeldung bei myflexbox.at wird ein Account erstellt. Danach wird in der Online-Bestellung einfach in der Lieferadresse zusätzlich MyFlexbox inklusive ID angeführt.
Somit weiß das Lieferunternehmen, wo das Paket deponiert werden soll. Ist das Paket eingelangt, erhält der Empfänger eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS. Also wir wollen, dass es so weit geht, dass der DHL-Paketbote gar nicht mehr zu dem Kunden nach Hause fährt, sondern grundsätzlich alles in die MyFlexbox liefert und dass der Kunde auch von sich aus sagt, ich möchte sowieso alles in die MyFlexbox haben. Und so ist es schon in vielen anderen Ländern, dass die Smart Locker Zustellart die erstpräferierte ist und alles andere ist eigentlich danach eher schon oldschool bzw. umständlich. Aber nicht nur externe Einsatzmöglichkeiten bietet die MyFlexbox. Auch betriebsintern eröffnet das intelligente Schließfachsystem zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Vom Hinterlegen der Schlüssel der Firmenfahrzeuge über interne Pakete bis hin zu defekten Laptops ist alles möglich. Die MyFlexbox ist ein Innovationsprojekt der Salzburger AG und wir sind gerade im Proof of Market. Das heißt, wir haben jetzt das Produkt entwickelt, wir haben jetzt die ersten Kunden und wir schauen jetzt einfach, dass wir wirklich das Produkt so am Markt platzieren, dass wir da von dort an skalieren können und das Produkt wirklich groß machen können. Die MyFlexbox ist für normale Kunden kostenlos nutzbar. Bei Heavy-Usern mit täglichen Paketen wird eine Flatrate angedacht. Mit der MyFlexbox steht somit der smarten Paketübergabe zukünftig nichts mehr im Wege. Das war also eine Sondersendung von der Bauen und Wohnen, Halle 9, Stand 204 von der Salzburger. Und es würde uns freuen, wenn Sie natürlich bei uns vorbeischauen. Sie können sich hier bei uns beraten lassen. Und es gibt auch eines von drei E-Bikes direkt hier bei uns am Stand zu gewinnen. Also.